Und herzlich willkommen zu The Tape. Ich bin's mal wieder, euer Johnny. Und ja, hier sind wir. Es handelt sich anscheinend um ein Tape, eine Videokassette. Oh Gott, ich kann zoomen, Hilfe. Und ja, es fängt schon mal wieder gut an. Das Spiel ist von Alex. Und hier ist es. Besagte Tape. So. Mir schon mal leid, dass das so ruckelt. Ich habe in den Einstellungen geschaut, da kann man leider nicht einstellen, dass es irgendwie besser wird oder sonst was. Tut mir leid. Silhouette 3 a.m. Jo, ich sehe dich dann auch, ne? Schmink dich aber, sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Access denied. Okay, oh, ich kann rennen. Oh Gott, ich hab. Geh doch auf. Okay. Oh nein, der Horror beginnt. Ach Gott. 1, 2, 3, 4. Eine 6. Der Typ, der den Würfel gewürfelt hat, hat Glück. Gehen wir mal runter. Mein Herz, Mann. Ah, okay. Also 3 Uhr. Ja, es geht auf. Nosferatu? Ah, wir können unseren Tape einschmeißen. Hallo? Ah. Dann schauen wir uns mal das Video an. Werden deinen Kindern erlaubt, mit Ketchup zu spielen, hallo? Anscheinend wurde da eine Party geschmissen. Eine Party mit sehr vielen Farben. Doch ein bisschen too much. Ein Handabdruck. Bist du blind? Tomaten auf den Augen? Okay, das ist wichtig. Zeichen, das ist ein Kreuz. Ein Kreuz mit zwei Strichen halt, ja. Okay. Dann geht's zurück. Oh nein, er steht nicht mehr da. Ach du. Oh, und das war's dann noch wieder. Oh, cool. Nix drin. Irgendwas mit Shadow und. Ach, weiß der Geier. Ach Gott, leckt das. Es tut mir leid, wie gesagt. Ach du Heilige, was haben die denn da gemacht? Meine wunderschöne Tapete. Ach du Heilige. Ach, das wird was. Ich und Rätsel. Epoch. Lyon. Noch ein schöner Wein. Hier? Auch. Der Billigwein importiert. Ruinen. Sieht doch genauso aus wie das Gebäude, wo der drin war. Kann ja sein, dass die Bilder aus dem Tape eingemacht worden sind. Weil jemand keinen Bock mehr auf sein Kind gehabt hat. Keine Ahnung, wer sich so ein Bild reinhängt, aber gut. Eine 2. 6-2 haben wir schon. Die Kaffeemaschine ohne Kaffee. Oh, hier geht's auch noch weiter. Ah, ich habe die Karte. Hier geht's nicht weiter und hier ist verrammelt. Männertoilette. Da sehe ich mich doch in der Männertoilette. 4. Also 6, 2, 4. Junge Dame, ich gehe jetzt rein. 6, 2, 4, 3. Noch mehr? Hier ist doch eigentlich immer die beste Zahl. Gott, sind wir eine Couch-Potato. So, rein da. Haben wir schon mal einen Schlüssel?
Storage Room, okay. Lesen. Sei vorsichtig, deine Schlüsselkarte nicht an der Rezeption wieder liegen zu lassen. Okay. Ja, perfekt. Danke für den Hinweis. Der kam einen kleinen Ticken zu spät. Hier war Storage, ne? Ja, rein da. Zack. All Draw King. Und ein Painting. Da habe ich es gar nicht angeschaut. Schade. Oh, für hier? Das ging aber schnell. Ging's zackig. Table Shower Counter. Das sind noch drei. Also, ich habe drei Dinger gefunden. Table Shower Counter. Shower? Also, halt Toiletten und. Ne, das war ein Shower. Ja, Table. Sechs. Shower war 3 und 4. Ja, 3 und 4. 2. Was ist das für ein Geräusch? Kommt er jetzt? Hör mir bloß auf, ja? Was haben wir gesagt? Sechs. 3. Nee. Geht ja gar nicht. Schaue, aber das sind ja. Weil. Wie soll man denn da bitte drauf kommen, ohne einen Hinweis, dass das Plus ist? Also, dass man das zusammenzählen muss. Wie dumm. Ich bin halt ein Masterbrain, Alter. Bin mir ge Ist dieses Herzschlagen jetzt die ganze Zeit da, oder was? Ah, das ist das zweite. Ach, das sind die. Okay, Kreuz, dann. Ja. Über Kreuzraute oder so. I don't know, wie ich das beschreiben soll. Okay. Aber richtig krass, dass sie oder dass er sich da Gedanken gemacht hat mit dem Video. Ich denke ganz ehrlich, er hat es nur am helllichten Tag gedreht, weil er einfach keinen Bock hatte, das alles zu belichten in der Nacht. Sonst hätte er das natürlich in der Nacht gemacht. Das wäre ein geileres Feeling gewesen. Okay, da ist nochmal Blut. Scheint, hat er irgendwas gesehen oder gehört gehabt. Okay. Filme zu schauen muss immer Zeit sein. Und meine YouTube-Videos. Ganz wichtig. Okay, das ist die Nummer 3, das Kreuz. Können wir die beiden, die wir haben, schon mal ausschließen, weil das sind dann die letzten zwei halt. Wurde irgendwas gebaut? Sieht schon echt krass aus von der Location. Finde ich echt mega, wie die es gemacht haben. Da ist nochmal Blut. Zahn einfach. Überall Penis an der Wand und alles, aber der Zahn, den finde ich lustig. Ja, okay. No way, Bro. That escalated quickly. Da ist noch eins. Das ist die Nummer 2.
Okay. Das ist die Nummer 2, das ist die Nummer 3, das ist die Nummer 1. Die ist immer noch zu. Die Tür sieht verdächtig aus. Aha! Nee, wenn ich das schon wieder... Oh, nee. Also, das ist ein Raum, den will man einfach nicht sehen. Also, lass mich bitte wieder raus, Mann. Boah, ist das so ein Puzzle-Scheiß. Ach, nee. Ach, du Heilige, jetzt kriege ich... ein App. Ey, ich werd kirre, Alter, wenn das mir die ganze Zeit in mein Ohr flüstert, ne? Aha, das ist das Letzte. Ja, hätten wir uns auch denken können, dass das das Letzte ist. Was passiert? Kann ich das auf YouTube zeigen? Das ging dann mal nach hinten los, so rum. Ja, das war ein kurzes, so knackiges Video. Da stand irgendwas von It's in the Tapes. Deswegen schaue ich jetzt nochmal meine Tapes an. Ist das nur 0? Okay, jetzt machen wir einen Durchlauf. Also 0. Was ist denn? Eine 2. Oh, bin ich ein Genie? 9? Ist das eine große 9? Ich bin schneller als der Wind, Alter. Ja! 0, 2, 9 und dann alles andere scheißegal. 1. Das ist alles richtig. Oh. 0. Oh. 0, 2. Ich hab's fast geschafft, Mann! As promised, I have come. Wir gehen hier hin, der klingelt, ring ring, ja, unser Date, ich weiß. Wir sehen uns, dann sind 672. So, zack, zapp, zapp, ab. So. 672. Ja, ist alles gleich, okay, perfekt. Nicht random generiert. Komm. So, Mund ist unten. Zack, zack, zack. Deine Nase richten. Zack, stimmt hier. Dann kriege ich da mein Tape. Dann 0, 2, 9. Ich wollte wirklich selbst drauf kommen, aber wenn ich jetzt hier wirklich 40 Minuten aufnehmen muss und immer noch nicht drauf kommen, dann kann mich das Spiel gediegenermaßen. Ich gebe schon mein Bestes, ja? Ich schaue mir kurz ein YouTube-Video an, damit wir es dann beim nächsten Mal schaffen. As promised, I have come. So Leute, ich mache für euch nochmal einen Schnelldurchlauf. Diesmal weiß ich auch, was der Code ist und ihr werdet es nie erraten. Ich zeig's euch am Ende, das ist so. Das hat mit allen gar nichts zu tun. Mit allen.
Da. Oh. Wir sind jetzt an dem Moment angekommen, wo ich euch zeigen werde, was der Code ist. Und zwar der 7., also Juli, und der 30. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man darauf kommen sollte, aber irgendein Typ hat einfach gesagt, Alter, ich habe alles ausprobiert, so mach ich einfach mal das, und das war richtig. Wenn der nur hinschreibt, it's in the date, also klar kann man das so sehen, hier 7.30, ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer denkt denn so weit? Jeder schaut ja in den Tape 1, dann in Tape 3 und oh. Haben so viele Leute so rumprobiert und oh, hast du nicht gesehen. Ich hab sogar auf. Ich bin so dumm gewesen und hab auf dieses scheiß Radio gehört. Warum baut er ein Radio ein, was man da bewegen kann und so? So. So. Long Door Key. Anscheinend können wir raus. Was? Also, mehr war es auch nicht. Muss halt ist einfach nur checken. Ach Gott, bist du hässlich. Dann ist man eigentlich raus in der Freiheit. Ach, das war ein Hotel? Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das direkt gewusst habt oder ob ihr genauso lost wart wie ich. Ich bin nicht gut in Rätseln, aber ich glaube, ich habe mich trotzdem gut geschlagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.